Im Zuge eines Praktikums schaut Medizinstudentin Laura heute Chirurg Dr. André Sattler über die Schulter und begleitet den Arzt während der Morgenvisite. Dabei dürfte die Geschichte des ersten Patienten, die 26-Jährige, nicht nur medizinisch interessieren. So, da habe ich mal die junge Dame mitgebracht. Stell dich mal nett vor. Papa! Laura! Was machst du denn hier? Ja, und du? Ach, du arbeitest hier. Ach du Gott. Geht es dir gut? Was ist passiert? Ach, es ist nur ein Kratzer. Siehst du ja. Oh, ein Kratzer. Nichts Großes. Hast du gar nichts gewusst, oder? Nein, natürlich nicht. Warum erzählst du mir denn nicht, dass du einen Unfall hattest? Ach, ich hab doch gedacht, ich kann selbst zum Arzt gehen und dann hat das nicht funktioniert. Da musste ich dann den Rettungswagen rufen. Was ist denn da passiert? Das sieht richtig schlimm aus, wirklich. Ja, nur ist mir was aus der Hand gefallen, aber kleiner Kratzer, du kennst das ja bei mir im Beruf. Hat uns auch heute Nacht überhaupt keiner was gesagt hier, dass die Tochter hier arbeitet. Was hast du zu der Zeit denn überhaupt in der Firma gemacht? Das war doch abends. Ach, nicht viel. Ich hatte nur was vergessen. Ich hatte mein Handy liegen lassen. Dein Handy? Ja, ja. Dein Handy, bist du sicher? Ich meine, das benutzt du so gut wie gar nicht. Das ist ja mehr oder weniger Requisite für dich, dass du dafür in die Firma fährst. Es war aber so. Es war so. Es war das Handy. Das habe ich liegen lassen und dann bin ich halt hin, hab ja noch einen Schlüssel von Werner und dann habe ich mir das Handy halt geholt und bin ungeschickt gewesen. Der Balken ist umgefallen und mir aufs Bein. Nachdem ich erfahren habe, dass meine Formulantin letztendlich die Tochter von meinem Patienten war, fragte ich mich doch, warum er nicht den Abend zuvor oder nach dem Unfall sie kontaktiert hatte. Und auch was den Unfallhergang betraf, er war ein bisschen am Rumdrucksen, sage ich mal, war die ganze Situation für mich unklar und im weiteren Verlauf sollte sich herausstellen, warum. Die Wunde sieht aber soweit gut aus, die Schwellung ist klar, der Bluterguss ist auch noch klar. Wann darf ich denn wieder auftreten? Also auf jeden Fall brauchen wir jetzt eine gewisse Zeit. Den Vorfußentlastungsschuh, der steht schon hier. Ach. Wir müssen das Bein entlasten, bis die Fraktur verheilt. Dauert so, muss man immer sagen, über den Daumen 6 Wochen. Ach nein, das geht doch nicht. Dann müssen Sie auch wieder Zutrauen kriegen zu Ihrem Körper, zu Ihrem linken Bein. Und rechnen Sie mal mit 2-3 Monaten, bis Sie das, nein, Herr Doktor, das geht bis Sie den Fuß wieder voll belasten. Ich muss arbeiten. Ich muss zur Arbeit. Ja, ist ja alles verständlich. Ja, ich kann Ihnen ja nur die medizinische Sache sagen. Ja. Und da brauchen Sie 2-3 Monate, bis der Fuß so weit wieder ausgeheilt ist, dass Sie voll belastbar sind. Aber das werden Sie sicherlich, Stand jetzt, wie die Fraktur steht und wie die Operation funktioniert hat, werden Sie auch sicherlich danach wieder können. Der Eingriff des Kollegen ist komplikationslos verlaufen. Die Fraktur konnte wieder achsengerecht gestellt werden, wurde durch eine Schraube stabilisiert. Hallo. Bitteschön. Guten Tag. Guten Tag. Na, kommt schon der erste Besuch für Sie. Hallo, Herr Hauke. Ach, Frau Scheuer. Hallo. 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 Hallo, mein Name ist Sattler. Guten Tag. Mensch, Herr Hauke, was haben Sie denn gemacht? Ach, das ist so dumm passiert, ja. Das ist mir ein Balken draufgefallen. Ach, du Schreck. Ja. Nee, ach Mensch, wie haben Sie das denn angestellt? Erstmal für Sie. Ja, ich glaube, ich hole meine Blumenvase. Ja, ich bin sofort wieder da. Dankeschön. Mensch, wie ist das denn passiert? Ich habe gehört, Sie sind da irgendwie in der Nähe gefunden worden oder was? Das ist in der Firma passiert. Ach, den Schreiß können Sie mir mal geben. Ich pack die mal. Wie sind Sie denn da jetzt überhaupt reingekommen? Ja, Frau Scheuer, ich hab doch noch einen Schlüssel. Ihr Vater hat mir seinerzeit einen Schlüssel gegeben und den hab ich doch noch. Du glaubst es nicht. Ja. Ja, Mensch, Herr Hauke, den brauche ich natürlich aber wieder, ne? Also das ist vielleicht jetzt noch ein Überbleibsel vom Papa, aber... Ja, ist klar. Das geht so nicht, dass Sie da nachts alleine... Die 34-jährige Chefin des Patienten hat die Schreinerei ihres Vaters vor kurzem übernommen und fühlt sich als Geschäftsführerin für ihre Mitarbeiter verantwortlich. Dass sich Jürgen außerhalb der Betriebszeiten in der Werkstatt aufhält, ist seiner Vorgesetzten Franziska Scheuer schon aus versicherungstechnischen Gründen gar nicht recht. Ich würde jetzt mal das Mitarbeitergespräch hier abbrechen, weil wir müssen ja noch unsere Visite machen. Ich möchte der jungen Kollegin was beibringen. Und dann gehen Sie vielleicht kurz raus und dann, wenn wir fertig sind, können Sie auch wieder reinkommen. Ja, sehr, sehr gerne, natürlich. Herr Hauke, ich wollte Ihnen noch kurz den Kollegen aus der Verwaltung auch vorstellen. Den kennen Sie, glaube ich, noch gar nicht. Nein. Ist der Herr Erlen. Na, nur, dass Sie da jetzt auch mal so ein bisschen im Bilde sind. Ich habe da gedacht, komm, den bringe ich jetzt einfach mal mit. Ja. Die kennen sich noch gar nicht. Aber wir müssen jetzt wirklich langsam. Ich habe noch eine Abrechnung. Ja, wir machen. Ich gebe Ihnen schon mal den Schlüssel, den wollten Sie ja wieder haben. Genau, super. Ja. Ich komme die Tage noch mal rein, dann sprechen wir noch mal in Ruhe über alles. Ja?
Als wir gerade ein bisschen tiefer in den Unfallhergang einsteigen wollten, ich hatte das Gefühl, dass Herr Hauke sich auch seiner Tochter etwas und mir auch gegenüber etwas öffnete, kam es zu einem plötzlichen, unerwarteten Besuch, über den sich mein Patient dann aber letztendlich doch nicht so sehr freute. Kann das sein, dass Sie sich da so große Sorgen machen, weil Ihre Chefin jetzt auch hier war? Sie ist ja noch gar nicht so lange meine Chefin. Der Vater, der hatte den Betrieb. Zig Jahre habe ich mit dem Werner zusammengearbeitet. Wir duzen uns. Und vor 4 Wochen hat er sich aus der Firma zurückgezogen und hat alles seiner Tochter übergeben. Die will jetzt alles umstrukturieren, alles effektiver machen. Zeitkonten hat sie eingeführt. Ach, da komme ich halt nicht mit, aber ich will doch nicht riskieren, dass ich in meinem Alter noch gekündigt werde. Herr Doktor, Sie wissen aufgrund meiner Patientendaten, dass ich 55 bin. Wo finde ich denn noch was Neues? Ich finde doch nichts mehr. Ja, ich möchte doch da bleiben. Darum muss ich auch wieder an die Arbeit. Ich muss eher an die Arbeit. Letztendlich war es so, dass er Angst hatte, seinen Arbeitsplatz zu verlieren. Ich hatte schon das Gefühl, dass er die ganze Situation etwas überinterpretierte und gab natürlich auch den Hinweis, dass es primär um seine eigene Gesundheit ging und dass alle anderen weiteren Probleme im Anschluss geklärt werden konnten. Der Schreiner ist allerdings nicht Franziskas einziger Mitarbeiter, der seine gesundheitlichen Probleme hinter die Erfüllung seiner Pflichten stellt. Auch der neue Verwaltungsangestellte Marcel hat offensichtlich Schmerzen, die er aber herunterzuspielen versucht. Er kann gar nicht richtig stehen. Wollen Sie sich einen mal auf die Trage legen? Aber nichtsdestotrotz, sie ist zwar Ihre Chefin, aber Sie müssen eigentlich auch dann damit einverstanden sein, dass man sie mal anschaut oder nicht. Ich habe gerade ein bisschen Zeit. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Sie können einmal drüber gucken, ist alles okay. Ja, dann kommen Sie mal mit. Die Körperhaltung von Herrn Erlen sah sehr schmerzgeplagt aus. Es tat mir auch total leid, weil er das einfach vertuschen wollte und wollte gar nicht sagen, dass er solche Schmerzen hat. Deswegen war es überhaupt gut, dass er hier war. Ich habe wirklich schlimme Schmerzen hier unten im Bereich Lendenwirbelsäule. Ist aber halb so wild. Also, und wie lange haben Sie das? Wie lange habe ich das jetzt? 2 Monate. 2 Monate schon? Mhm. Vielleicht mal kurz das Hemd ausziehen. Und das Unterhemd. Ich würde doch mal hinten gerne schauen. Würde auch gerne mal ein bisschen tasten. Ja, alles gut. Also es war schon auffällig. Ich habe auch eine Vermutung, wo es herkommen könnte. Ja. Also ich bin vor einem Monat Vater geworden. Ja. Also ich kann ja auch gerne mal zeigen. Also ist schon süß. Ja, das sieht ja nett so aus. So süß wie er ist. So anstrengend ist er auch. Also, sieht man ihn auch an. Ja. Herr Allen klagte über länger anhaltende Rückenschmerzen und auch ständige Müdigkeit. Und bei der ersten Untersuchung konnten wir dann auch schnell Licht praktisch in die Sache reinbringen. Und uns wurde schnell klar, wo hier das Problem auch lag. Man merkt schon, dass Sie richtig gut verspannt sind von der Muskulatur. Tut doch richtig. Ja. Also, Ihnen kann ich es ja sagen, aber in der Mittagspause, da schlafe ich auch schon mal ganz gern bei mir am Schreibtisch im Sitzen. Oh. Also, Sie haben das Bild ja gesehen, der Kleine, 3-mal wird er mindestens wach nachts und dann, bis der gefüttert und gewickelt ist und dann muss ich eine halbe, dreiviertel Stunde durch die Wohnung tragen, bis er wieder eingeschlafen ist. Oh Gott. Und ich will meine Frau ja auch irgendwo ein bisschen unterstützen, die macht das den ganzen Tag mit dem Haushalt. Mhm. Ja, da wirken Sie total überfordert und übermüdet. Ja, ne? Ich nehme mir dann die paar Minuten in der Pause, um einfach mal zu schlafen. Das ist vielleicht auch wichtig. Das ist natürlich keine gute Idee. Wenn Sie jetzt praktisch erstens nicht für Ihre Chefin oder für Ihren Arbeitsplatz und auch für Sie persönlich nicht. Also man merkt schon was, dass die Muskulatur verhärtet ist. Sie haben schon so eine beginnende Fehlstellung, wenn man jetzt mal die Wirbelsäule von der Seite angeschaut hat. Und da würde ich auf jeden Fall mal erstens versuchen, dass wir einen normalen Tagesablauf kriegen, dass sie auch in Ruhe schlafen können und dann vielleicht doch mal einen Orthopäden konsultieren. Ja. Niedergelassenen Kollegen, der vielleicht Physiotherapie, solche Sachen aufschreibt. Ja. Sonst werden sie sicher später Haltungsschäden bekommen. Ne? Und vielleicht auch noch eine Empfehlung, nutzen Sie doch die Elternzeit, die steht Ihnen noch zu. Ja, gehört habe ich davon. Ich habe ein bisschen was gelesen. Ja, aber ich bin mir halt nicht sicher. Dann kommen Sie auch mal runter. Ich bin mir nicht sicher, wie die Chefin darauf reagiert. Die Sorgen des Patienten konnte ich schon verstehen, aber ich denke, er wusste auch nicht, dass er den Anspruch einer Elternzeit nutzen kann und dass er hier auch einen gewissen Kündigungsschutz hat. Und das ist ganz egal, ob der Chefin das passt oder nicht. Marcel wird trotz des unguten Gefühls zeitnah das Gespräch mit seiner Chefin suchen. Unterdessen macht sich Medizinstudentin Laura weiterhin große Sorgen um ihren Vater und dessen berufliche Existenz. Außerdem ist immer noch ungeklärt, wie es überhaupt zu dem nächtlichen Arbeitsunfall des Schreiners kam. Mach dir keinen Kopf, du bist ja noch ein paar Tage hier und
Oh, was war das denn? Das kommt doch da aus dem Zimmer, ne? Herr Hauke? Was passiert? Was ist passiert? Oh, das machen wir mal ganz schnell. Oh. Vielleicht kannst du einmal Schwester Linda holen? Uiuiuiui. Ich konnte die Tasse nicht festhalten. Also Sie konnten die Tasse nicht halten? Nein, ich konnte die Tasse nicht greifen. Ich konnte nicht mehr greifen. Teilweise hat er ein, zwei Blasen hier, zweigradig. Machen wir gleich. Wenn wir das T-Shirt anziehen, machen wir ein bisschen Salbe drauf. Die Tasche ist erzählt, Sie sagten gerade, Sie konnten nicht greifen. Nein, nein, das passiert mir in letzter Zeit öfter, Herr Doktor, dass ich irgendwelche Sachen einfach nicht mehr festhalten kann. Beiden Händen oder ist das nur die eine? Nein, nur in der einen Hand, nur in dieser. Ja. Haben Sie denn den Gefühlsverlust oder wo haben Sie die Störungen? Gefühlsverlust als erstes in den Fingern. Wir müssen mal jetzt noch eine radiologische Untersuchung machen, machen mal einen Kernspin vom Handgelenk. Ich habe da so eine kleine Vermutung, es gibt so ein Karpaltunnelsyndrom. Beim Karpaltunnelsyndrom handelt es sich um eine Quetschung des Nervus medianus in der Hohlhand auf Höhe der Handwurzel. Im Frühstadium kann man teilweise mit konservativen Maßnahmen eine Linderung der Beschwerden herbeiführen. Sollten die Beschwerden dann doch fortgeschritten sein, ist eine operative Maßnahme unumgänglich. Und bei der Operation kommt es dann im Bereich der Handwurzel zu einer Dekompression des Nerven. Der liegt wieder frei und die Beschwerden sollten danach auch deutlich rückläufig sein. Eine Stunde später liegen dem behandelnden Arzt die Untersuchungsergebnisse vor. Laura ist vorübergehend von ihrer Arbeit freigestellt, um sich voll und ganz um ihren Vater zu kümmern und steht dem 55-Jährigen auch bei, als er die Diagnose erfährt. Wir haben da einen Bindegewebszug im Bereich der Hand. Und da kann es sein, dass durch diese Bindegewebsreaktion der Nerv, der da drunter ist, das ist der Nervus medianus, dass der irritiert ist. Und der kann auch, wenn das schon sehr ausgeprägt ist, das Krankheitsbild, kann Schwierigkeiten machen beim Greifen. Das ist dieses Karpaltunnelsyndrom, das hat sich tatsächlich auch bestätigt. Das Karpaltunnelsyndrom konnte diagnostiziert werden. Ich setzte noch eine neurologische Untersuchung an, um die Nervenleitungsgeschwindigkeit zu messen. Hier bestätigte sich ebenfalls das Karpaltunnelsyndrom. Aufgrund der Beschwerden, die der Patient schilderte, war eine operative Maßnahme dringend indiziert, um weitere Schäden zu verhindern. Ah, noch hallo. Eine Operation. Ach, ich kann noch. Wer sind Sie? Ach. Scheuer, mein Name. Hallo, mein Scheuer. Name ist Herr Guten Tag. Hallo. Werner, was machst Jürgen, du denn hier? Mensch, Alter, was ist los mit dir? Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Da musst du doch mal kommen und gucken, was bei dir los ist. Also. Ja, ich weiß auch nicht. Aber irgendwie so niedergeschlagen habe ich dich noch nie erlebt. Ja, was soll ich denn machen? Ich möchte doch arbeiten, Werner. Du kennst mich. Ja, eben. Franziska, gehst du mal raus? Augenblick nur. Ja, okay. Ja? Wir reden nachher nochmal, ne? Ja. Bis gleich. Mensch. Du weißt, dass ich arbeiten kann. Du weißt, dass ich immer für die Firma da war. Und jetzt hat deine Tochter, die hat doch die Firma übernommen. Als will sie alles anders machen. Sie hat ein Zeitsystem eingeführt. Und damit ich konnte doch nicht greifen, darum habe ich mein Pensum nicht mehr geschafft. Dann habe ich gedacht, wenn ich tagsüber nicht schaffe, das mache ich dann halt abends fertig. Das ist aber jetzt auch nicht die beste Idee, die sie hatten, ne? Ich weiß, Herr Doktor, aber ich möchte doch nicht entlassen werden, Werner. Wo finde ich denn was Neues? Wie kommst du denn auf den Dampfer? Du wirst doch nicht entlassen. Ja, aber Werner, wenn sie doch alles besser machen will und alles effizienter machen will. Franziska? Das Berufsleben von Herrn Hauke war, wie ich das vermute und auch bestätigt bekommen habe, eher von Angst geprägt, dass er seine Arbeitsstelle verliert, dass er wegrationalisiert wird. Und insofern auch verständlich, dass er seine Erkrankung, was die Hand betraf, seine Greifprobleme und Sensibilitätsprobleme auch erstmal verheimlicht hat. Das ist doch ganz klar, dass sie zusehen muss, dass die Firma Gewinn macht. Aber dann kann sie doch so einen Klotz am Bein wie mich nicht gebrauchen. Man ist doch nicht. Man merkt schon, dass die Ängste ihn sehr belasten hier. Sag doch mal, Franzi. Hört mal auf den Flur raus. Was ist denn los? Ja, was höre ich denn hier? Zeiterfassung. Jürgen, unser bester Mann, fühlt sich als Klotz am Bein. Das kann doch nicht sein. Was hast du denn da gemacht, Mädel? Als Sie mich vorhin besucht haben, da hatten Sie jemanden von der Verwaltung dabei. Ja, den hatten Sie doch nicht einfach so dabei. Das war doch schon vorprogrammiert. Mal gucken, wie es dem Herrn Hauke geht und ob er überhaupt noch was für uns taugt. Ach Quatsch, das hat nichts mit Ihnen zu tun, Herr Hauke. Frau Scheuer, ich arbeite doch gerne für die Firma. Das wird das doch mal klären. Fragen Sie Ihren Vater. Jürgen kann jetzt erstmal in Ruhe gesund werden. Ja, natürlich. Und Jürgen wird nicht entlassen. Nein, das war doch gar nicht der Plan.
Um Gottes Willen. Also um Gottes Willen, was denken Sie denn von mir? Da hatten wir ja mit unserer Vermutung recht, wo wir auch schon gesagt haben, dass Sie das Ganze wahrscheinlich ein bisschen überinterpretieren. Nachdem der Patient sich endlich geöffnet hatte, hatten wir natürlich auch dann einen geschlossenen Kreis. Ganz zu Anfang schilderte der Patient, dass das Brett auf seinen Fuß gefallen sei. Er sagte aber nicht, warum. Den Grund wussten wir jetzt. Er hatte Probleme beim Greifen, bedingt durch das Carpaltunnel-Syndrom. Und insofern medizinisch jetzt für uns der Kreis geschlossen. Wichtig war jetzt für den Patienten, dass er sich komplett auch erholen konnte und komplett genesen konnte von seinen Verletzungen. Und insofern sollte einer weiteren Beschäftigung in seinem Betrieb auch nichts im Wege stehen. Jürgens Fußbruch und auch die Operation seiner Hand sind problemlos nach einigen Wochen abgeheilt. Der 55-Jährige ist inzwischen wieder vollkommen beschwerdefrei und arbeitet nach wie vor in der Schreinerei. Sein Kollege aus der Verwaltung ist mittlerweile in Elternzeit und wird in einem halben Jahr zurück in den Betrieb kommen.